bald einer großen Hollywood-Produktion in die Wohnzimmer zu bringen, bedeutet, die Segel auf einem wirklich großen Schiff zu setzen. Und glauben Sie mir, auf einem Schiff dieser Größen warten gewaltige Stürme. Wenn es etwas darum geht, die Erwartungen der Leser zu erfüllen und sich dennoch auf das Wesentliche zu konzentrieren, den liebgewonnenen Figuren mit dem richtigen Schauspielen die richtigen Gesichter zu geben oder eine mittelalterliche Welt mit teuren Spezialeffekten zu erschaffen, ohne darin die Geschichte zu ertränken. Jede Entscheidung ist ein epischer Untergang, ob diese gewaltige lange Reise erfolgreich war. Und nun, nicht nur die Leute zu Hause waren begeistert, dieses monumentale Werk und die Anstrengung seiner Macher haben auch die Jury der Courier Romy 2011 überzeugt. Der Preis der Jury 2011 geht an die Säule der Erde. Kann ich bitte das Team von der Säule? Der König ist tot. Lang lebe der König. Ich bin Tom Builder. Wir würden gern eure Kirche renovieren. Ihr wollt immer noch den Kathedralenbau verhindern, damit ihr euren Palast bauen könnt. Der Krieg beginnt aufs Neue und das Chaos wird herrschen. Ergebt euch, Verräter! Lieber sterbe ich. Natalia, here we go, congratulations, and congratulations, of course, here we go, thank you. Vielen Dank, danke Ihnen, das war schon eine stürmische Abenteuer und vielen Dank für die Laudatio, das war sehr lieb. An die Jury für diese wundervolle Anzeigung, oh, hold on one second, I can't handle both. Wir sind multitasking, aber das ist zu viel für mich. Vielen Dank an die Jury für diese wundervolle Auszeichnung. Die Säulen der Erde war schon ein Projekt der Leidenschaft und mit einem außergewöhnlichen Team und toller Senderpartner. Die Mantra hier heute Abend für uns ist ORF. Vielen Dank. Auf alle Fälle. Vor allem Wolfgang Lorenz, ich habe ihn nicht heute Abend gesehen, ich hoffe, dass er ist da. Und auf die Andrea Bogart-Hadatz, wir haben ganz toll geschafft und das war eine sehr, sehr schöne Superpartners von Anfang an. Ich habe nur 2 Minuten, Leute. Sergio Mimica-Gesan haben wir einen wunderbar, wundervollen Regisseur gefunden mit einer großen Liebe zum Detail auf höchstem Niveau. Das war ein Vergnügen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Sergio. Und hier haben wir einen jungen Mann, einen bösartigen Tyrann, hat William Hamley gespielt, alias den charmanten David Oakes. Und natürlich, wir brauchen immer eine tolle Frau. Die emanzipierte Ellen, großartig, verdammt sexy, gespielt von Natalia Werner. Ich hatte Angst vor diesem Mann. Ich habe so viele Geschichten gehört. Er ist gekommen und schließlich
dieser loyale, gelernte Bartholomew, gespielt von einem Weltstar und eine sehr tolle Person mit einem großen Herz, Donald Sutherland. Heute Abend, er darf seinen Kopf behalten. I told him that you can keep your head tonight. Ich danke von allem auf eine kleine persönliche Note. Wahrscheinlich ich darf das nicht sagen, weil er sitzt bei ATV, aber mein Mann Ludwig und unsere Kinder für die Geduld. Ich verabschiede mich mit einem Tandem-Leitsatz. It's all about creating together, all of us. Dankeschön. Auch von meiner Seite einen herzlichen Dank an die Jury für diesen wunderschönen Preis. Es ist einfach ein Traum für eine Schauspielerin, den Romy zu erhalten und diesem Namen alle Ehre zu machen. Ich möchte mich auch bei Rola bedanken, die wie eine Löwenmutter für dieses Großprojekt gekämpft hat, auf allen Ebenen bis jetzt in Wahrheit. Und einfach eine wunderbare Produzentin und eine ganz tolle Frau und eine Freundin geworden ist. Und das ist sehr schön. And I want to say thank you to Sergio, who is here tonight. And he's such a brilliant and intuitive director. And he always put us in the midst of the fire. And, wunderbarer Regisseur. Und für uns war das eine wunderbare Reise. Eine Reise, die nach wie vor nicht zu einem Ende gekommen ist. Herzlichen Dank dafür. Ich bin Donald Sutherland. Bin weder Fräulein, weder schön, kann geleitet nach Hause gehen. Danke schön, ihr Lieben. That's all I know. Gute Nacht. Den Preis der Akademie für die beste